Ja, aber mir fehlt doch noch ein Hinweis, oder? Ach ja, Tagebuch brauchen wir. Mit Hilfe der Bücher, die Dr. Herr Hover. Herr Novak empfohlen hat, konnte ich die alchemistischen Symbole auf der Schmuckschatulle entziffern. Ich habe soeben auch erfahren, dass im Mittelalter ein bekannter Alchemist namens Dr. John Dee in Prag lebte. Herr Novak bat mich, alte Bücher zu suchen, um die alchemistischen Symbole entschlüsseln zu können. Damit werden wir die Schmuckschatulle öffnen können. Jetzt aber, Sonne, Zeit, Feuer, Mond. Sonne, Zeit, Feuer, Mond. Sonne, Zeit, ist denn das Dreck da? Feuer und Mond. Etwas Seltsames geht in dem Haus vor sich. Heute Abend hörte ich zufällig ein Gespräch zwischen Karl und Anna. Meine Güte, sie hasst mich abgrundtief. Ich hörte schreckliche Dinge. Sie möchten mich für ihr Ritual opfern. Warum auch immer. Karl scheint der Leibhaftige zu sein. Ich kann es kaum glauben, aber mit Sicherheit ist er nicht mein Vater. Karl hat mich belogen. Ich habe Angst. Ich sollte weglaufen. Well done. You managed to unlock the jewelry box. There's a note and an ancient amulet inside. Listen, my dear, leave me the jewelry box and the amulet until tomorrow. I'll examine everything carefully and see what I can tell you. Adam, good to see you. This is our guest, Ava. Ava, my grandson, will accompany you home. Please, don't argue. It can be dangerous in the city at night. Your house is here, Eva. Would you like to come to my cafe and have some breakfast with me tomorrow morning? It is quite an interesting place. According to legend, it was home to John Dee's laboratory in ancient times. That sounds great. Dr. D, the famous alchemist in Rudolph II's court? The very same. I'll gladly come. Okay, see you tomorrow. Good night. So, dann können wir ins Haus gehen. Ava, remove the magic seals to see the secret of the ancient prophecy. Alter, sind schon wieder jede Menge Einträge dazugekommen. Der Inhalt der Schmuckschatulle ängstigte mich. Der verstorbene Herr Schwarzenberg war ein heimtückischer Mann. Und Sarah, das Mädchen war überhaupt nicht seine Tochter. Sie wurde wohl als Opfer für ein schreckliches Ritual erwählt. Außer dieser furchtbaren Geschichte fand ich ein altes Amulett in der Schmuckschatulle. Herr Novak würde sich das näher ansehen. Ich überließ ihm die Schatulle und das Amulett bis morgen. Herr Novak stellte mich seinen Enkel Adam vor. Er ist sehr nett und lud mich zum Frühstück in sein Café ein. In früheren Zeiten befand sich das Labor von John Dee in diesem Gebäude. Als ich wieder nach Hause zurückkehrte, sah ich erneut einen Geist. Ich werde hier noch verrückt. Vielleicht ist diese ganze Geschichte mit meinem Erbe auch nur ein Albtraum. Der Geist bat mich, magische Siegel zu entfernen, die uns daran hindern, miteinander zu kommunizieren. Wie soll ich das bloß anstellen? Vielleicht finde ich in diesem seltsamen Hause ein Buch, das mir einen Hinweis gibt. Genau, jetzt ändert sich ja auch die Darstellung. Wir müssen ein paar Kristalle einsammeln. Kristalle. Etwas Crystal Meth, nicht wahr? Hier finde ich noch etwas. Genau, da war noch einer drunter.
Und hier befanden sich auch noch ein paar. Hier. Sind sie noch? Ein paar Kristalle noch. Hier ist ja auch noch ein bisschen etwas zu finden. Im Moment sehe ich nichts, also wir schauen uns hier nochmal um. Hier ein Tagebuch. Kaiser Rudolf II. War von okkulten Wissenschaften wie Astrologie, Alchemie, Mineralogie etc. fasziniert. Er wollte sein Leben lang den Stein des Weisen finden, den Stein der Weisen finden. Der Herrscher errichtete in Prag ein Zentrum für alchemistische Lehren und holte den englischen Wissenschaftler Dr. John Dee an seinen Hof. Da flackert ein Licht. Na, hier können wir auch noch etwas ansehen. Und zwar hier eine Rumba-Kugel. Ne, das war das Faberge-Ei. Und das ist die Rumba-Kugel, die Meerjungfrau. Ein Blitz und eine Uhr und ein Dreieck. Eine Kuh. Mal wieder ein Schloss. Eine Bürste, eine Katze, ein Marienkäfer, eine Rose, ich habe ja gesagt, da muss man echt aufpassen, dass man nicht drin kommt. Einen Kelch, das ist ein Reif und eine Flasche, dann wir ein Kelch. Und eine Schere. Ein Projektor und den Blitz. So, jetzt müssen wir noch die Kerze auf den Kerzenhalter stecken und noch die Lampe anzünden. Ich glaube, dafür fehlt uns noch etwas. Genau. Nämlich ein Feuerzeug. Was sagt die Karte, finden wir noch was? Nein. Es wäre nicht sehr klug von mir, nachts das Haus zu verlassen. Ja, wenn man nicht muss, dann sollte man es nicht. Auch hier ist sein Schlüssel. Und hier finden wir scheinbar auch noch etwas. Eventuell, ja. Nein, die andere Seite. Aber jetzt haben wir einen Schlüssel und können das Schränkchen hier unten aufmachen. Genau, da finden wir ein Feuerzeug. Und noch einen weiteren Kristall.
Und dann erleuchten wir mal die Lampe. Und bekommen eine Schere. Ja, dieses verfluchte Haus. Vielleicht brauchen wir das Seil später noch. Ja, das nehmen wir mal mit. Naja, hier können wir gerade gar nichts tun. War hier nicht nochmal etwas? Also ich weiß ja nicht. Oder muss ich da ins Bild reinklicken nochmal? Ah ja. Die gebildetsten Leute interessieren sich nach wie vor für alte alchemistische Geheimnisse. Laut einer Formel von John Dee, die aus dem Mittelalter stammt, kann man eine Lampe anfertigen, mit der man verborgene magische Symbole sieht. Das ist ein Stück eines Bildes von Karls Arbeitszimmer. Das habe ich doch gesucht. Können wir das nämlich hier anheften und bekommen? Nichts? Doch natürlich, den Kelch. Uns fehlt noch einer dieser Kristalle. Der muss wohl noch hier irgendwo sein. Ach. Die Schublade übersehen, da bekommen wir noch einen Hammer. Und das Thermometer brauchen wir natürlich auch noch. So, jetzt haben wir einen Hammer, damit können wir hier irgendwas kaputt machen. Ich will was kaputt machen. Da unten ist der andere Kristall. Perfekt. Dann können wir hier das Seil anbringen, den Kelch darauf stellen. Und die Steine reinstecken und anzünden. Das Thermometer hier reingeben und... Was war es denn noch? Scheinbar habe ich noch etwas vergessen. Ach ja, wir wollen ja das Quecksilber. Genau, wir wollen Quecksilber in alten Thermometern ist Quecksilber drin, oder war Quecksilber drin. Heute ist es ja verboten. Weil da ist Alkohol drin. So muss ich als nächstes hin, da. Hier hin? Nein, dahin nicht. Ach so, das Ding hier aufstellen, nicht wahr? Ach nein, das war's mit den Zeichen. Ah, ich kann es doch bewegen, hat
gerade schon gedacht, das geht auch nicht. Es reicht der Bug, der später noch kommt. Aber vielleicht kommt er auch nicht. Weiß ich ja nicht, da muss ich mich einmal neu starten. Ein Tee und ein Tee. Okay, war es gerade über unnötig kompliziert. Da ist das andere Dreieck, da haben wir einen Kreis. Und noch einen Kreis und dieses Viereck haben wir noch einen T. Ein anderes T und dieses X. Und dieses Quadrat. Dann wird nochmal so ein X. Und das war's auch schon, das Geheimnis der magischen Ketten. Ava, how can I say this? The Black Alchemists need to sacrifice a descendant of Emperor Rudolf II to finish their ritual. They weren't able to get to your sister. They're hunting for you now. No, it's a mistake. It must be. I don't have a sister. And I certainly have nothing to do with emperors. This amulet that you found has great power. Use it to protect yourself. Keep it secure from evil. Soon, the prophecy will come true. A strange feeling. I think I should go see Mr. Novak to learn more about the jewelry box and the amulet. Jo. Dann schauen wir mal in unser Tagebuch. Was haben wir denn weiteres? Wir können hier vor. What's happened here? Das hier? This is all very strange. Adam promised to have a breakfast with me. Maybe he knows. What does this mean? Hier ist Fallfeld Absperrband oder Isolierband. Brauchen wir Schwert, sollen wir. Schauen wir mal hier. In einem alten Buch steht, dass Kaiser Rudolf II. Ein Engel der okkulten Wissenschaften war und Dr. John Dee an seinem Hof holte. Ich bin auch hinter das Geheimnis der magischen Lampe gekommen, mit der ich verborgene Symbole sehen kann. Ja, das müsste das Zeichen für Quecksilber sein. Hier ist es noch Merkur. Aber die Zeichen lernen wir später. Mit Hilfe der magischen Lampe konnte ich die magischen Symbole entfernen. Der Geist erzählte mir, dass sich schwarze Alchemisten suchen würden und ich eine Schwester hätte. Könnte das Sarah sein? Angeblich sei ich eine direkte Nachfahrin von Kaiser Rudolf II. Und das gefundene Amulett besitze große Macht. Ich muss zu Herrn Novak und ihm alles berichten. In dieser Stadt geschieht Schreckliches. Als ich beim Antiquitätenladen ankam, sah ich, dass er vollkommen zerstört worden war. Letzte Nacht wurde hier wohl ein grauenhaftes Verbrechen begangen. Ich muss Adam so rasch wie möglich in seinem Café treffen. Vielleicht hat er eine Erklärung dafür. So, soll ich auf die Karte wechseln? Wir müssen ja Adam finden. Und dein Café befindet sich dort hinten. Ich kann es nicht glauben. Wer war hier?
Wir drehen uns erst einmal hier lang. Das haben wir schon ein Messer? Nein. Dann ist der Käse für uns auch noch uninteressant. Aber hier können wir noch ein bisschen Steine schieben und bekommen ein Schwert. Und dann Blut. Nein, raus wollen wir nicht, aber hier liegt ein Brief. Eva, letzte Nacht war schrecklich. War wirklich schrecklich. Jemand hat meinen Großvater angegriffen. Er ist am Leben, aber das Krankenhauspersonal meint, dass sein Zustand kritisch sei. Die Polizei ist überzeugt davon, dass es ein Raubüberfall war. Das glaube ich nicht. Die Schmuckstatue und das Amulett sind verschwunden. Aber etwas wirklich Unglaubliches geschah, als ich den Laden verließ. Ich sah einen Mann. Ich bin mir sicher, dass es Herr Schwarzenberg war. Ich versuchte ihm zu folgen, aber er verschwand spurlos. Ich glaube, dass er etwas mit dem mächtigen Vorfall zu tun hatte. Aber wie ist das möglich? Er starb bei einem Autounfall. Ich habe darüber in der Zeitung gelesen. PS, ich habe einen Zeitungsartikel über den Tod von Herrn Schwarzenberg und seiner Tochter auf der Wartheke zurückgelassen. Sieh ihn dir an.